Hallo, liebe Freunde, zurück zu Neverwinter Online. Ich begrüße euch. Verstehst du hier im Weg? Mitten in Aufnahme. Du bist eine. Ja, auf jeden Fall begrüße ich euch herzlich zurück zu Neverwinter Online. Wie ihr schon bereits mitbekommen habt, war eine lange Pause zum letzten Let's Plays. Dafür entschuldige ich mich, weil es sind viele andere Projekte zwischengekommen, wo es mir nicht mehr möglich war, Neverwinter aufzunehmen. Aber ich lasse es nicht hängen und ich enttäusche euch damit auch nicht. Hoffentlich. Weil wir machen jetzt weiter mit unserer Reise in Neverwinter. Und dann fangen wir damit doch gleich mal an. Und zwar müssen wir viele Quests hier noch erledigen. Und dann gehen wir mal gleich los. Wir schauen mal, was wir zu tun haben hier. In unserem schönen Tagebuch. Was wir zu machen haben hier. Haben wir noch die Zukunft zusammensetzen. Turbulente Zeiten. Und Turmviertel. Ja, das Turmviertel, das ist das, was ich schon mal angesprochen habe. Das ist sowas wie ein Dungeon. Da werden wir uns auch mal reinbegeben. Mit anderen Leuten. Aber zuerst werden wir hier mal Turbulente Zeiten beenden, die Quest, die uns schon angezeigt wird. Und dann machen wir uns auch gleich mal ratzefatz auf den Weg dorthin. Mal sehen, was die halt zu machen haben. Zu Fatewebel Nox zurückkehren. Ja, zu Noxinox. Dem alten Schwerenöter. Wo ist er denn hier? Ach, lange laufen wieder. Kann hier wieder lustig werden. Ach, wir nehmen unseren schmucken Käfer. Wieso hat er jetzt den Käfer nicht genommen? Hallo? Jetzt. Jetzt. Klack, 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 klack macht er hier. War hier vorne nicht auch, dass wir was machen könnten? Bei der Frau hier? War da nicht was? Irgendwie so? Willkommen beim Schrein der Götter. Ja, möchte ich auch gerne haben. Wie war denn das jetzt nochmal hier? Können wir doch auch bei der was machen, oder nicht? Was ist eure Aufrufung? Nein. Anrufung ist eine mächtige Fertigkeit Nee, möchte ich zum Ehren gerade der gar nicht. Gottheiten. Mit etwas. Nein. Kann man hier nicht irgendwie, war da nicht was, dass wir was Spezielles machen konnten? Ah, genau das da meine ich nämlich. Das tägliche Aufrufen einer Gottheit wird euch Nutzen bringen. Mit jeder Aufrufung steigert die Belohnung, ja. Ihr könnt keine Aufrufung durchführen, solange ihr Gegenstände in eurer Auffangtasche habt. Hä? Haben wir in unserer Auffangtasche irgendwas? Was für eine Auffangtasche? Meint er jetzt hier unser Inventar oder wie oder was? Ach du Weia, was haben wir denn hier? Ach, da Auffangtasche, da haben wir ja schon was. Was ist denn hier? Können wir gar nicht, okay. Oh, wir müssen mal verkaufen. Ach du Gott, oh Gott, oh Gott. Was ist denn hier los? Lange nichts gemacht, da sieht man wieder. Oh weh, oh weh. Wir brauchen mal einen Händler. Das heißt, wir müssen mal schnell was verkaufen. Da ist der Nox. Da werden wir gleich mal hingehen, aber erstmal Taschen leeren. Und zwar ist hier irgendwo auch ein Händler, habe ich das Gefühl gehabt. Hier war der. Ich gehe mir noch nicht im Weg. Kann ich bei dem nicht verkaufen? Belohnung? Antiquitäten geht leer. Nein. Können wir dem was verkaufen? Anfordern? Nein, nein, nein. Gut. Da können wir nichts verkaufen. Wo waren jetzt hier ein Händler? Können wir bei der was? Nein, bei der auch nicht. Was ist mit dir hier? Können wir auch nicht. Ja, wo ist denn jetzt hier ein Händler, verdammte Hacke? Ich brauche doch bloß einen Händler. Hallo. Das kommt davon, wenn man entlang jetzt nicht mehr gespielt hat, dass ich echt nicht mehr weiß, wo ein Händler ist. Wie war das mit der Karte öffnen jetzt nochmal? Ach so. Berufshändler, Gildenhändler, Händler für Gerechtigkeit, Handelswarenhändler, Marktplatz, Postbote. Ich möchte bloß einfach bloß einen Händler haben. Oh Mann. Wir machen einfach mal den da. Gehen mal kurz zu dem dorthin.
und hoffen mal, dass wir irgendwo einen Händler finden. Ich hoffe, dass ich bei dem auch was verkaufen kann. Da oben ist doch was. Ist bei dem nicht hier was? Mast an die Maskenverkäufer. Ah, okay. Bei dem kann ich nichts verkaufen, ne? Nee. Ah, doch. Da stand doch was. Ja, eins verkaufen. Ja, da ist doch was. Das sieht doch schon mal gut aus. Ist das hier? Taktischer Magier können wir verkaufen. Stufe 17, Kraft und... Das ist grau, das brauchen wir nicht. Beschützender Kämpfer? Eingebundener Paladin? Sind wir ein beschützender Kämpfer? Nee, ne? Ich weiß es gerade gar nicht. Vernichten Hexenmeister. Das müssen wir auch nochmal alles kurz alles wegmachen. Was ist das hier? Alles weniger, ne? Ja, kann auch weg, kann auch weg. Dass wir hier mal ein bisschen Platz kriegen irgendwie. Weil sonst... Was ist das hier? Weg. Er kann auch raus. Dass wir hier mal... Platz bekommen. Verteidigung. Boah, puh. Ringe haben wir schon. Hier. Kleines Mal der Potenz. Ja. Spielt eine bedeutende Rolle in der, für die Aufwertung von Verzauberung und Runenstein während der Veredelung. Okay, den heben wir uns mal auf. Dann können wir auch verkaufen. Taktischer Magier bringt uns nichts. Zweihandwaffenkämpfer. Ist beides das gleiche irgendwie, habe ich das Gefühl. Ah, das müssen wir erstmal hier wegmachen. Haben wir auch nochmal einen Runen. Ich komme mit den Runensteinen gar nicht klar, um ehrlich zu sein. Schreibt mir mal in den Kommis, wenn ihr wisst, wie es geht mit den Runensteinen, weil ich komme damit nicht wirklich zurecht, um ehrlich zu sein. Ich kann mich dann nicht so wirklich auseinandersetzen, wie das funktioniert. Okay, das können wir nicht benutzen. Das war klar, aber egal. So, und den dann noch und den dann noch. Und das können wir noch gar nicht ab 18. Ah, das ist für uns denn auf jeden Fall. Sieht nämlich ganz gut aus. Aber es ist noch lange bis 18. So, das heißt, wir können jetzt mal gucken, ob der besser ist hier. Der ist sogar empfohlen, sogar Kraft und Verteidigung. Erholung und Verteidigung habe ich jetzt ausgerüstet. Dann nehmen wir aber mal Kraft und Verteidigung. Kraft und Verteidigung ist dann, glaube ich, was eher für ein Tank. Verteidigung und Regeneration. Nehmen wir mal den da. Ausrüsten. Ja, ausrüsten. So, dann können wir das nämlich auch verkaufen. Tut mir leid, wenn es gerade so ein bisschen länger dauert hier. Aber ihr seht selber, wir müssen jetzt erstmal echt unsere Taschen leeren. Sonst kommen wir hier gar nicht mehr voran. Nochmal so ein Amulett. Ich weiß nicht, wohin damit. Ups, nicht das da machen, sondern hier. Ja, den können wir auch verkaufen. Den brauchen wir nicht. Das kann weg und das kann weg. Was ist das hier? Elixier der Verseuchten. Achso, das brauchen wir turbulente Zeiten, okay. Tragbarer Altar. Mhm. Das können wir zum Beispiel gar nicht verkaufen. Religionspaket. Tragbarer Altar nochmal. Ja. Gut. Das war's im Großen. Jetzt machen wir noch einmal Inventar und sortieren. Einmal so. Und einmal so. Jetzt können wir das hier nämlich entsorgen. Wie kann ich das reinmachen jetzt wieder? Option. Ah, bewegen. So. Jetzt haben wir auch neue. Die können wir auch gleich mal anlegen. Ist sogar empfohlen. Trefferpunkte Verteidigung. Hat Kraft und Verteidigung. Ja, die legen wir einfach mal an. So. Vom Aussehen her merke ich gerade, sehen die jetzt nicht großartig unterschiedlich aus. Verkaufen wir auch gleich mal. Ach, guten Tag. Turbulente Zeiten. Jetzt würde ich gerne zu dieser Quest zurückgehen. Verdammt. Jetzt muss ich hier wieder reingehen. Turbulente Zeiten, nein. Quest. Anzeigen? Immer anzeigen? Genau. Nee. Nicht immer anzeigen. Wie war denn das jetzt nochmal?
Questoption. Ja. Wie war das jetzt? Ausblenden? Nein. Standard. Questfahrt anzeigen. Wäre nicht schlecht, wenn man mir das anzeigen würde. Aber irgendwie... Ja gut, wir wissen jetzt, wo der Nox ist. So halbwegs. Ich hoffe, dass wir uns nicht verlaufen werden jetzt. Und dann gehen wir mal bei dem Kollegen mal hier die Quest ab. Der ist hier vorne, wenn mich jetzt alles getäuscht hat. Na komm, lauf hinne. Da ist er doch, der Nox. Der schwere Nöter. Guten Tag. Aber du hast schon wieder so viel hier. Ja, ich gebe dir erstmal ab die Quest bei dir. Ja, abgeschlossen. Die Torheit des Magiers. Die nehmen wir mal an. Kriegen wir ein Schwert sogar. Und ein Gefährte. Nehmen wir mal an. Und hier PvP, das lassen wir mal noch. Da traue ich mir noch nicht so ganz ran. Der Bote, guten Tag, Bote. Ich grüße euch, Abenteuer. Ich hätte da eine gute Gelegenheit für jemanden eures Schlages. Doch dafür müsst ihr zunächst einer Gilde beitreten. Alles klar. Gut, einer Gilde sind wir nicht beigetreten und haben wir auch keine. Da werden wir jetzt mal gucken, was da uns als nächstes aufträgt hier. Zukunft. Jetzt hat er uns hier irgendwas gegeben, wo wir hin müssen. Und ich habe ganz ehrlich keine Ahnung, wohin. Da gehen wir jetzt mal gucken. Quest verfügbar, Feldwebel Nox. Nein. Der Gefährte, dann machen wir doch mal. Wo führt denn der uns hin? Ach, immer noch da unten hin, oder was? Achso. Spawnpunkt entfernen, genau. Das führt uns aber schon wieder irgendwo an. Das ist hinten ein anderer Spawnpunkt. Ach, das ist jetzt hier unten, ist alles da, beides. Ah, ne, doch nicht. Das ist der Gefährte und dann machen wir aber mal dorthin. Ups, entschuldigen Sie bitte. So, dass wir mal langsam ein bisschen vorankommen. Wahnsinn. Was man also machen muss, bevor man hier anfängt erstmal, ist ja sagenhaft. Fiedlergasse, ja. Ach komm, wir haben unseren Käfer. Krabbeln unseren Käfer. So. Upp, upp. Drücken und zu reisen. Ja, wo müssen wir denn da hin jetzt? Die Torheit des Magiers. Das ist ja schon wieder ganz woanders. Mhm, dann gehen wir doch einfach mal dorthin. Genau. Mal dorthin reisen. Das ist ja was ganz anderes jetzt. Eine ganz andere Gegend. Oh. Ganz neue Gegend hier. Das sieht aber nicht gerade sehr einladend aus. Wo kommen die mir jetzt? Warum kommen die mir entgegen? Was ist denn hier los? Guten Tag. Wer seid ihr denn? Ja, hier. Fress meinen kalten Stahl. Du bist ein Wicht. Dann komm her hier, du alter Wicht. Zack. Ich werde dich verschlingen. Aha. Wieso, wer ist denn hier? Oh. Oh. Guten Tag. Wow, du gehst aber ab. Wo bist du jetzt hin? Kollege? Was bist du, ein Seher? Okay. Aua. Wie quietscht denn du? Du machst ja Geräusche, ey. Ist ja ganz merkwürdig. Oh, habe ich gerade von irgendeinem Heilung bekommen hier? Wo bist du jetzt? Ey, komm her hier. Ein Schlag bloß noch. Dann ist Feierabend bei dir. Wow. Nicht so viel Geld. Oha. So. Dann geht's mal los hier. So, ist der erste weg. Wow. Na, der haut ja rein hier. So, jetzt machen wir mal einen auch so hier. Und zack. Hier, du Wicht. Fress das.
Boah, du wirst ja immer größer. Haben wir Halt bekommen, Alter. Jetzt fahren wir runter, Kollege Schnürschuh. So. Oh, da ist aber was Gutes gefallen. Ich bedanke mich bei dir. Zack, was ist hier? Ach, das schon wieder, das können wir eh nicht benutzen. Was denn jetzt? Komm her, Kollege. Bang. Schon wieder der gleiche. Ach, jetzt wird er schon wieder so groß. Der hat wohl zu viel Fernsehen geschaut, wa? Ja, hau mal nicht so in den Boden rein. Das wurde hier frisch gepflastert alles, ja? Also. Ist hier noch einer irgendwo, oder was? Ach, hier ist auch noch einer in der Ecke. Versteckt er sich da. Ach, er wandert ja schon wieder hier auf dunklen Faden. Der ist ja schon wieder fröhlich am Laufen. Komm her hier. Oh, ich sollte mal echt heilen, nicht vergessen. Wow. Na, jetzt habe ich aber hier was aktiviert. Wie habe ich das gemacht? Ja, hallo, Freunde der Sonne. Das ging ja mal jetzt ab. Das muss ich mir mal irgendwie merken, wie ich das gemacht habe. Heiltrank, hört sich mal gut an. Ich höre schon wieder irgendein Geschreie. Was ist denn hier drin, ne? Fass untersuchen. Heiltrank, ich bedanke mich. So, sonst irgendwo noch was hier? Oder können wir weiterlaufen? Wir können weiterlaufen. Alles klar. Dem Turm von Tulao. So, mal sehen, was uns hier erwartet. Eine Menge Idioten. Wer seid ihr denn, ey? Wieso hat er das denn aktiviert jetzt? Hier, komm her hier. Was ist denn ein Problem? War es das? Gott. Oh, Verzauberung erhalten. Mhm. Aha. Alles aufsammeln. Ich bedanke mich. Irgendwo was hier? Ich höre doch schon wieder irgendwas. Können wir nicht erwerben? Dann mal los. Die Treppe hoch. So. Und ihr wollt aufs Gesicht haben? Nein, kein Problem. Willkommen. Dann fress mein Stahl. Ah, wir haben schon diesen komischen Berserker hier. Der gleich wieder zum Hulk wird. Oh, hier. So, Kollege Schnürschuh. Fall um. Der ist ja trotzdem auch gelutscht. Notiz lesen. So. Wo müssen wir denn lang? Hier hoch. Da lag doch noch was, oder? Liegt da nicht noch irgendwas? Ach, Geld. Ja, Geld ist wichtig. Das brauchen wir. Ohne Geld geht hier gar nichts. Was ist nun los? Wer ist da? Opfer, sei gedankt, dass ihr hier seid. Ja, mach mal die Tür auf hier. Ach, hier. Der Ecke versteckt er sich. Otmar, sei gedankt für die Hilfe. Ich bin Lucian Pancrates. Ah, ja. Der Schüler von Meister Tualo. Mhm. Meister Tualo war mit einem Ritual beschäftigt. Als sich das Portal öffnete und diese Verdorbenen angegriffen haben, er hat die Tür versiegelt, aber einige waren bereits entkommen und weitere kamen dazu. Okay. Wir müssen dieses Portal schließen. Ich kann das arkane Siegel entfernen, das die Tür verschlossen hält. Aber ihr müsst euch dort hineinbegeben und die Beschwörungskristalle zerstören, die das Portal mit Energie versorgen. Na dann. Müssen wir das Portal, also hier ein Siegel machen oder was? Beschwörungskristall zerstören. Ja dann. Let's go. Lucius. Ach du Scheiße, die wandern. Na, das sieht immer lustig aus da drinne. Ich komme. Hallo, Freunde. So, lasst mich mal ran da. Ihr Wichte. Das wäre einer.
So, komm. Ich hoffe nicht, dass jetzt noch andere Viecher durch das Portal kommen. Das war ja klar. War ja nicht anders zu erwarten. Ja, und Kollege Schnürschuh ist auch wieder dabei. Ist richtig. Der meint es ja richtig ernst, wa? Kolossus. Oha, oha, raus hier. Oh, Karamba, ey. Na, der meint es ja echt ernst, ey. Oh, Mann. Na, der meint es ja richtig ernst, ey. Verdammte Hacke. Ja, lass mich doch mal durch da. Ich hab da was zu tun. Boah, wie soll ich denn den da platt kriegen, ey? Ist ja Wahnsinn. Das ist, wenn ja mehr von denen. Ist ja unfassbar. Oha, oha. Ich glaube, das werden wir definitiv nicht überleben. Auf keinen Fall werden wir das überleben. Nee, das schaffen wir nicht. Ich weiß ja nicht, wo die alle herkommen. Aber wir kommen die irgendwo her, auf allen Löchern gekrabbelt hier. Was war jetzt los? Okay. Ja, ist richtig. Du meinst es richtig ernst, Großer, wa? Es kommen immer mehr. Ach komm, euer Ernst? Okay. Ja, den Großen, den kriegt doch niemals hier erledigt. Nie im Leben. Niemals. Das sind noch so viele. Allmächtiger Herr. Oh mein Gott, ey. Ja, lass mich doch mal durch da. Wow. Ja, ist okay. Aber trotzdem sind die immer noch... Ach du wei, oh wei, oh wei. Sind sie tot? Nee, leben immer noch. Nie im Leben schaffe ich das. Ach du wei, oh wei, oh wei. Wie soll ich denn das machen? So, einen nach dem anderen hier, Kollege Schnellschuh. Erstmal euch. Dass ihr immer nicht mehr auf den Sack geht hier. So, jetzt kann ich hochlaufen ganz schnell. Ah, oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Ja, komm. Hier ist nichts mehr, ne? Wo ist der Große jetzt? Wo kommt er? Da kommt er. Ja, komm. Mach du mal. Dich krieg ich auch noch klein. Du Lappen. Oder auch nicht. Kann er überhaupt irgendwie sterben oder so? Ja, nicht wirklich stirbt er. Ich weiß nicht, was das für ein Typ ist, ey. Das ist ja unfassbar. Ja, komm, Großer. Ist in Ordnung. Allmächtiger Herr, echt, ey. Ja, ist gut. Ist gut. Ist klar. Komm, jetzt ist doch gleich Schluss bei dir hier. Zieh mal einen Kopf ein jetzt hier. So, den habe ich jetzt weggemacht. Und was kriegt er dafür? Ach, dein Ernst. Nur Mist wieder. Oh, ein bisschen Geld. Na, wie ist er weg? Das war jetzt mal echt ein Akt hier, ey. Meine Güte. So, Ort des Geschehens untersuchen. Mhm. Buch nehmen. Ja, danke echt. Danke fürs Gespräch. Ihr habt es geschafft. Das Portal ist geschlossen. Leider war es zu spät für Meister Tualo. Ja, den hat's erwischt. Wie konnte all dies passieren? Aber ich habe zumindest ein neues Schwert. Und ich würde mal sagen,
Das legen wir doch gleich mal eiskalt an hier. So, da. Erholung und Kraft, okay. Ausrüsten. Na, das ist doch mal gleich eine andere. Ist das ein anderes Schwert oder sieht das nicht gleich aus? Das sieht doch gleich aus, oder? Da muss ich mal ins Licht ein bisschen gehen. Inventar. Sieht genauso aus. Sieht, ja, ein bisschen anders vielleicht. Aber naja. Ja, ein bisschen sieht es anders. Nicht groß, aber es hat eine kleine Änderung auf jeden Fall. Ja, zumindest haben wir jetzt ein besseres Schwert bekommen. Ah, das war jetzt mal ein Kampf, der hat sich gewaschen. Meine Herren. Da haben wir ganz schön zu kämpfen gehabt. Müssen wir demnächst mal gleich wieder gucken, dass wir Heiltränke bekommen. Weil ich sehe nämlich, wir haben bloß noch 18 insgesamt und das ist nicht gerade wirklich viel. Meine Güte. Jetzt gehen wir erstmal zurück nach Protectors Enclave. Als Schnellreise denke ich mal großartig hier. Und dann gehen wir mal zu Feldwebel Nox hin und geben mal die Quest ab. So, Nox, ich komme. Ein bisschen schneller wäre auch nicht schlecht. Ausdauer erforderlich. Ja, das dauert immer so lange, das ist unfassbar. Bis sich hier die Ausdauer regeneriert. Das ist ja nicht mehr normal. So. Dann hoppeln wir doch mal in unserem Pferd rein. Pferd. In unserem Käfer. Wie jetzt? Dort rein? Nee, eigentlich nicht. Wir müssen zu Feldwebel Nox. Ich wollte mir schon sagen, dass sowas ganz Falsches hier. Quest. Tagebuch. Das da will ich machen. Questfahrt anzeigen, genau. So, den zeigt uns natürlich jetzt nicht an, doch da. Hier ist er wieder abgestiegen von so einem blöden Käfer. So, hier hoch. Ist das echt richtig hinten? Sieht fast so aus. Wenn der schon sagt, oh, das sieht fast aus, wenn wir gleich ein Level erreichen nach der Quest. Das wäre natürlich echt Bombe. Das wäre natürlich spitze, wenn wir das schaffen würden. So, Nox. Ich hoffe, du gibst uns ordentlich EP, dass wir was schaffen. 5 Silber. Jawolla. Da haben wir es doch geschafft. Level 17. Nehmen wir gleich mal die nächste Quest an da. So. Zack, absteigen. Und damit haben wir Level 17 erreicht. Wir kommen immer näher an die 20 ran, Leute. Das sieht echt sauber aus. Jetzt gucken wir mal. Und machen hier einfach mal ganz entspannt unseren Talentenverteil nochmal. Da können wir auch noch was machen. Ich weiß zwar nicht wirklich wo und wie viel, aber können wir nicht machen. Können wir auch nicht machen. Aber machen Hieb hier mal auf Rang 2. So. Dann haben wir überall 2. Bis jetzt schon. Passt. Dann gucken wir mal. Was haben wir noch zum Vergeben? Talente. Da war auch was, genau. Das haben wir jetzt auch gemacht. Auf 3 schon. Und dann gucken wir mal, dass wir Sprinten Ausdauer bleibt. Wirksam eure Rüstungsklasse. Verteidigung wird. Die Wirkung von eurer Rüstungsklasse. Verteidigung, oh ja doch, machen wir die Verteidigung mal ein bisschen höher. Das sieht ganz gut aus. Und zack. So. Und das war's für heute auch schon, Leute. Wir haben unsere Quest gemacht. Ach, guten Tag. Wer bist du denn? Oh, schon ist er wieder weg. Das ging ja schnell. Bologna. Wer bist denn du? Bologna Hohlhuber. Ah. Level 16. Na, wir sind schon ein bisschen höher. So, Leute. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mal ein Like da. Oder ein Kommi. Und wie gesagt, schreibt mir mal in die Kommis, wie das klappt mit den Steinen hier.
Wanne, zeigt mal, ich zeige euch das nochmal. Weil ich verstehe es nicht wirklich. Weil wir haben hier Verzauberung, nicht Verzauberung, wie das alles funktioniert, wie ich was verzaubern kann. Das würde mich mal echt brennend interessieren. Oh, wir können noch was eins machen. Bevor wir das Video beenden, machen wir mal darauf. Und ab 18 können wir erst. Aber ist nicht so schlimm. Machen wir ab 18. Sind ja bald 18. Ja. Und dann. Da noch einmal raufsetzen. Haben wir nun einen Ring erhalten. Oh, grausamer Ring. Kritischer Trefferwert. Das machen wir als nächsten Video. Wie gesagt, ich bedanke mich bei euch. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da oder ein Kommi. Schreibt mir in den Kommis, wie das alles mal klappt mit den Verzauberungen. Das wird mich echt brennend interessieren, weil ich sehe das ab. Ich verstehe das nicht. Da komme ich noch nicht so wirklich hinter. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video, wenn es wieder heißt Neverwinter Online. Ciao Leute, euer Wugi.